Jetzt stelle ich euch mal den Campingplatz Elfenflucht vor. Das ist auch an der Ostsee und zwar hinter Glückstadt. Den Ort weiß ich jetzt nicht genau, aber ich schreibe es ja mit dabei. Hier ist dann die Rezeption. Die Anmeldung. Dann gibt es ein Restaurant. Ein Minimarkt gibt es hier. Und das ist der Zufahrtsbereich zum Campingplatz. Und der Rest des Platzes ist alles für Dauercamper. Laut Aussage zu 95% belegt. Gibt es hier noch mal einen Platz für Tagesgäste. Das sind hier die Stellplätze für Tagestouristen.